mit Leuten zusammen sein, die diesen Weg gehen, indem ihr zur Moschee kommt. Es ist einfach so, es färbt ab. Wenn man immer nur mit den Leuten im Sportstudio sitzt, ist anders, als wenn man mit den Leuten in der Moschee sitzt. Sobald man im Sportstudio ist, man kommt sich vor wie der Beste, wie der Heiligste, weil viele machen gar nichts. Das heißt nicht, dass man nicht ins Sportstudio gehen kann. Da habe ich nicht drüber geredet, das ist ein ganz anderes Thema. Ich stehe auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Aber Fakt ist, man muss immer wieder zur Herde zurückkommen, in die Moschee, wo du Leute siehst, die mehr tun. Es ist ganz automatisch. Man erlebt das selber, wenn man zum Beispiel in Mekka ist oder in einem islamischen Land im Ramadan ist. Das ist übrigens auch Urlaub. Jeder von euch hat Urlaub. Warum nimmt man sich den Urlaub nicht, zum Beispiel im Ramadan? Wenn du 2 Wochen Urlaub hast, fahr doch im Ramadan in dein Heimatland oder nach Mekka oder Medina. Es ist einfach ganz anders. Die Moscheen sind abends voll. Man sieht Leute, die, das motiviert einfach. Man denkt sich, ey, der betet schon stundenlang. Der sitzt die ganze Zeit da, liest Koran, was mache ich? Aber hier bist du derjenige, der kurz beten geht. Du bist im Sportstudio, du gehst kurz beten und die anderen gehen nicht beten. Wie fühlst du dich? Weil du die Pflicht erfüllt hast, fühlst du dich wie, boah, ich bin der Beste. Ich bin der beste Muslim auf der ganzen Welt. Alhamdulillah, dass du betest. Ne? Also, wie gesagt, aber wir wollen mehr als das. Wir wollen mehr als Average, Durchschnitt sein. Wir wollen Top sein. Sabiqun bil Khairat wollen wir sein. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.